Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in der Welt von The Last of Us Minecraft. Da hinten ist schon ein Zombie, der uns gerne holen würde. Aber ich würde mal sagen, nein, das machen wir so nicht und tun mir nicht weh. Ich mache mal am liebsten nochmal eine Pilzsuppe oder beziehungsweise am besten, nicht am liebsten. Und ich habe euch ja abstimmen lassen, soll ich weitermachen? Und die meisten waren halt dafür, dass ich weitermache. Und es waren auch welche dafür, dass ich die Map beende. Weil die meisten sagten, ja, mach weiter, Dani. Guck mal, was es noch zu entdecken gibt. Bau dir eine Base. Okay. Das Schiff ist es nicht. Ich wollte ja noch weiter gucken, was da hinten noch alles auf uns wartet. Es fängt jetzt an zu regnen. Ich könnte ja ein paar Sachen abbauen. Ich guck mal hier. Ist das Erde, ist das Wolle? Das ist Wolle. Ein paar Sachen einfach weiter abbauen, dass ich mir eine kleine Base dann auch zurechtlegen könnte, machen könnte. Und komme ich hier irgendwie noch dran vorbei, da hinten. Jetzt müsste ich zurückschwimmen und darauf habe ich jetzt keine Lust. Dann doch lieber mit Haien rumschlagen, die es hier hoffentlich eh nicht gibt. Hoffen wir einfach mal. So, ich bin jetzt am anderen Ende, aber sieht nicht so gut aus. Ich sterbe doch jetzt nicht, oder? Nein! Okay. Ja, gut. Bin ich aus der Welt gefallen? Ja, gut. Kann man ja mal machen. Okay, ja, das war jetzt dumm. Das war jetzt sehr dumm, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt Game Mode 0. Nee, ich hab. Ich bin zu dumm, so Game Mode 1. Ich fliege jetzt erstmal dahin, wo ich eben war. Das war jetzt einfach nur dumm. Es tut mir leid, das war jetzt so dumm, das war selbst für mich zu dumm. Peinlich ist das. Oh! Viele sagten ja auch, beziehungsweise nicht so viele, aber manche sagten ja auch, warte, ich gebe mir mal ein paar Sachen wieder, die ich hatte. Weil ohne möchte ich jetzt auch nicht, ja. Wie viel hatte ich denn davon? Keine Ahnung, gleich mal 8 davon und dann nochmal 8 davon. Und Fackeln. Jo, ein paar Fackeln. So, weil viele sagten ja auch, ja, guck die Map doch mal in den Kreativmodus an und so. Aber habe ich gedacht so, nee, weiß nicht. Das wäre ein bisschen langweilig. Lassen wir uns die einfach weiter erkunden, aber halt Game Mode 0. So, jetzt wieder. Das war gerade ein bisschen dumm von mir. Es tut mir leid, da ist ein Skelett. Ich will hier rein, bevor das Skelett mich trifft. Get me out of the, please, not working. Okay, schade. Oh, Dachian, na, wie geht's dir, Kollege? Alles gut? Alles gut bei dir? Ich könnte ja theoretisch auch mal einen anderen. Da ist ein Zombie. Slim doesn't work. Ich könnte mal einen anderen Shader ausprobieren. Den hier zum Beispiel. Weil ist es dann ein bisschen heller. Obwohl auch nicht wirklich. Wie sieht das mit Fackeln aus? Ja, lass ich den mal kurz drin. Komme ich hier nicht raus, muss ich hier lang. Na, Freundchen? Alles gut bei dir, Kollege? Läuft bei dir? Viele seid ihr geworden. Und da ist ein. Oh, das sind Mini-Zombies. Auf die will ich auch gerade nur drauf, weil der hat ein Hühnchen. Dass ich vielleicht das. Oh Gott, das sind so viele Leute. Ich komme dagegen nicht an. Da ist ein Krankenhaus. Das wäre natürlich die beste Idee, jetzt in ein Krankenhaus rein. Ich gehe jetzt aber ganz kurz nochmal an das Auto. Vielleicht finden wir sogar noch ein anderes fahrendes Auto. Nein, die Batterie ist tot. Schade aber auch. Holen wir uns dennoch mal eine Pilzsuppe, dass wir kurz was zu essen haben. Und ich gucke mal den anderen Chat. Ich habe noch einen dritten. Ich habe leider keinen gefunden mit den Fackeln, was ihr mir gesagt habt. Ich glaube, den, den ich drin hatte, war schon der beste. Der hier, Mitte. Mit den Fackeln, was ihr mir nämlich gesagt. Nein, das ist natürlich nicht der beste. Welchen hatte ich denn? Der hier. Also, was ihr mir gesagt habt, war jetzt halt, ist eine gute Idee, aber ich finde halt keinen, der es hat. Das ist einfach mein Problem. Ich kenne mich mit Shader nicht so aus und weiß auch gar nicht, was ich suchen müsste. Oh Gott, geh, sterben, bitte, stirb. Nein. Gott, ey. Okay, es wird mir gerade zu dunkel. Car doesn't work. Okay, da hinten sind noch ganz viele Sachen. War ganz viele Leute, aber ich will irgendwo rein. Irgendwo, wo ich sicher bin, kurz. Ich brauche eine Verschnaufspause.
Mit Shader sieht natürlich alles geiler aus, finde ich. Das ist kein normales Haus, das sind nur die Treppen. Na komm her. Auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine. Auf die Beine! Und ab ins Krankenhaus rein. Oh Gott, das sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Ins Krankenhaus. Ich brauche das gerade. Hallo, ich kann nicht warten. Mir geht's schlecht. Und Schwert, dankeschön. Oh, du gehst auch weg. Stirb! Das war's. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott. Nein, warum sterbe ich jetzt schon wieder? Das sind einfach zu viele. Ich gebe immer das Falsche ein. Ich hasse es. Oh, komm schon. Ich gebe mir mein Steinschwert, weil es ist einfach nicht zu machen, wenn es so viele sind. Da helfen mir heute Schwerter gar nichts. Ich gebe mir jetzt auch Fleisch. Ja, da die Cheating. Ja, wollte es ja dort sterben, das wäre auch doof. So. Jetzt gehe ich nochmal zum Krankenhaus zurück. Das ist echt mega schwer. Versucht es mal selbst. Versucht mal selbst hier zu überleben. Es ist echt mega schwer, kann ich dazu nur sagen. War ich denke schon drin? Ich weiß es nicht. Es ist verdammt hart, hier zu überleben. Da ist ein Creeper. Kommt man hier ins Auto eigentlich rein? Ah nee, es war hier. Okay, da kamen die her. Und hier liegen meine Sachen. Gut. Dann nehme ich mal die Sachen kurz auf. Da ist noch ein Schwert. Ist hier noch irgendwas? Nee. Soll ich jetzt normal wieder weitergehen? Ja, komm. Lass mich normal wieder weitergehen. Es soll ja immer noch auch ein Risiko bleiben. Ich will ja nicht einfach die ganze Zeit nur sterben. Hallo? Krankenhaus, haben Sie auch ein paar Sachen für mich? Leder. Brav. Gut. Keine Ahnung. Noch mehr Leder. Ich habe schon wieder Spinnen gehört. Ich hasse Spinnen. Spinnen sind schlimm. Oh, hier wurde Medizin gebraut. Oder? Eine Feder. Sehr schön, sehr schön. Und über uns müssen wir uns auf jeden Fall mit Spinnen... Müssen wir auf jeden Fall mit Spinnen rechnen. Da werden 100% Spinnen drin sein. Hallo? Hallo? Hier ist eine Kiste. Direkt Heilung. Ja! Manche sagten ja auch so, ja, finde mal, ob noch weitere Überlebende hier sind oder geh wieder zurück in die Kanalisation, beziehungsweise in die U-Bahn. Das ist ja gar nicht die Kanalisation. Nochmal ein Direktheilungstrank. Okay. Das ist schön. So könnten wir vielleicht sogar was ausrichten. Ist hier noch was? Wir werden gleich ins Krankenhaus gemusst. Ist ja klar, dass man im Krankenhaus die besten Sachen finden kann. Was ist da hinten eigentlich? Ist das einfach das Motel oder... Ja, da war ich aber, glaube ich, schon. Wir haben noch so viel eigentlich zu entdecken. Die Map ist gar nicht so groß, aber es gibt trotzdem so viel zu entdecken. Wenn ich jetzt noch ein paar Mal sterbe und dann wirklich keinen Bock mehr habe, dann fliege ich einfach mal die Map ab, damit ihr es einfach noch seht. Oder ich mache es nicht, damit ihr noch was selbst zum Entdecken habt, falls ihr es runterladen wollt. Trank der Regeneration. So, noch einen Trank der Regeneration. Ja, super. Also hier hätten wir echt zuerst rein... schauen sollen, hätten wir es wahrscheinlich geschafft, auch zu überleben ein bisschen länger. Jetzt eigentlich hier hin. Okay, da unten sind viele Skelette da hinten. Da bin ich ja runtergefallen aus der Welt, da ist das Ende. Ist ja klar, dass diese Map nicht ewig lang groß sein kann. Ewig lang groß? So irgendwie doof. Formuliert. Ach, Küber machen gar keinen Blockschaden. Auch gut. Wusste ich nicht. Ich schlag das mal ab, vielleicht finde ich irgendwann ein Setzling und könnte einen Baum anpflanzen. Dass ich ein bisschen Holz habe. Ein bisschen mehr. Momentan habe ich ja gar kein Holz. Noch ein Trank der Regeneration. Ja, jetzt läuft's hier echt. Also das hier ist doch jetzt übertrieben schon. Und hier müsste der Helikopter stehen, genau. Bitte, bring mich hier weg. Heli.
Ja. Okay, er weiß nicht, wie ein Helikopter fliegen kann. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Eine Kiste oder so? Nee. Okay, da waren wir. Da ist noch eine Brücke. Wo die hinführt, weiß ich gerade nicht. Das Gebäude können wir da noch gucken. Und ansonsten haben wir die Map eigentlich größtenteils schon erforscht. Es gibt gar nicht mehr so viele Häuser, die es zu entdecken gibt. Und ich frage mich echt, ob es noch andere Überlebende gibt oder die in der U-Bahn jetzt die einzig Überlebenden waren. Natürlich so eine Sache. Ich habe ja nur die gefunden gehabt damals. Wenn die Map vorbei ist, kann ich ja auch nochmal so eine Survival-Map spielen, weil ich finde die einfach viel cooler als so normale Maps. Und die Koma wird auch mal wieder kommen, ist ja auch klar. Es funktioniert nicht, aber hier ist ein goldener Apfel drin. Für alle Leute, die sonst einen Herzinfarkt bekommen hätten, oder wie? Okay, da ist ein braunes Auto. Was steht da hinten? Zombies. Mit Zombies komme ich klar. Zombies sind im Gegensatz zu Skeletten easy. Na komm, spring an. This one works, but it's slower than a snail. Ach, okay. Aber es ist so langsam. Aber es funktioniert immerhin. Geh weg. Du da hinten auch. Mich interessiere ich mich gar nicht. So, hier hinten stand auch einer drauf. Stirb. Wie geht's diesem Cabrio hier? Okay, komplett ruiniert. Schade. Da sind ziemlich viele Spinnen und Skelette und alles, aber ich hoffe, ich komme hier rein ohne größere Verluste. Nein, komme ich nicht. Okay, warte, wartet, wartet. Trank der Regeneration. Und was zu futtern. Und jetzt rein. Jetzt los. Ich schaff das. Ich möchte da mal rein. Ob es da irgendwas gibt. Gut. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Eine Holzschaufel. Ja, gut. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, ich bin tot. Wir gehen jetzt aber auch in den Game Mode 1. Ich hab's mir gemerkt. Und ich zeige noch mal ganz kurz die Map, nur einen Überblick, weil ich glaube, wir haben wirklich nicht mehr viel, was wir zu sehen haben. Es gibt wirklich nicht mehr wirklich, wirklich nicht mehr wirklich viel zu sehen. So. Was hätten wir hier? Hier hätten wir die Tankstelle. Ich glaube, war ich denn da schon drin? Hallo Hexe. Hier ist ein Spawner. Erstmal kommt der weg. So. Hätte sie außer den Spawner eigentlich was gegeben, hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier reinzugehen, ne? Es wäre richtig dumm gewesen. Es wäre so dumm gewesen, hier reinzugehen im Endeffekt. Okay, dann ist hier halt die Tankstelle, die wir gesehen hatten. Sind hier Spawner drin? Ah, da kriegt man Kohle raus. Wie viele ist da drin? Ja, gut. Hätte man ein bisschen Kohle immer rausbekommen. Hier ebenfalls. Das ist, ja, cool. Habe ich leider nicht ausprobiert, muss ich ja sagen. Und hier auch. Aber da hätten wir wirklich mehr als genug Kohle gehabt. Die Map ist einfach ein bisschen zu schwer gewesen für mich, glaube ich. Ich bin einfach immer sofort verreckt. So, mal sehen, war ich in diesem Gebäude hier drin? Ja, ich glaube, hier war ich drin, ne? Kann sein. Im Meckes war ich hundertprozentig drin. Ob ich hier drin war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Das sind die Büroräume, hier war ich auch drin. Hier kann man hier rauf. Ich weiß es nicht, doch da müsste man von raufgekommen sein. Hier war das funktionierende Auto, das habe ich ja in der letzten Folge gefunden. Damit hätte ich hier eigentlich wegfahren können. Und dann ist hier auch die Erklärung, warum hier so viele Monster sind, nämlich auch wieder ein Spawner. Okay. Auf die Brücke kommt man nicht hoch. Hallo Endermans, hätten diese Autos denn funktioniert? Nee, es wäre in die Luft geflogen. Es fliegt sogar in die Luft. Ugh. Gut. Was ist mit dir? Die Batterie ist tot. Und bei dir? Okay, das funktioniert auch nicht. Also ich hatte wirklich schon das Auto, genau das eine, das fährt. Da habe ich Glück gehabt. Was ist hier drin? Okay, ist nur eine verfallene Ruine verlassen.
Und hier wird auch nicht mehr so viel drin sein, oder? Eine Bibliothek. Mit Spawnern. Hier hätte ich irgendwie verzaubern können. Im Endeffekt noch. Aber halt auch unter höchster Gefahr. Was ist hier? Hier sind wieder Bürogebäude. Okay. Da waren wirklich nur in der U-Bahn die Überlebenden. Ja, was heißt wirklich nur? Ist ja auch schon mal was, dass wir jetzt da Überlebende sind. Aber naja. Hätte natürlich auch besser sein können. Schau ich da nochmal rein. Überlebende! Gehen wir mal die Fackeln. Wie geht's eigentlich hier? Jo. War ich hier schon drin? Ja, da bin ich hier. Habe ich mich ja auch freigeschlagen. Jetzt leckt das. Hier ist nicht. Na, hier waren die Schweine, die hätte man verpacken können, hätte man was gefunden. Erste Hilfe und so. Ja, es wären die einzigen Überlebenden gewesen. Sonst sehe ich hier nirgendwo welche. Naja. Schau dir mal ganz kurz in diese Richtung. Und wenn hier nichts ist gleich, würde ich sagen, das war's dann nämlich auch mit der Map. Hat mir eigentlich Spaß gemacht, war eine coole Map. Was ist hier? Okay. War eine wirklich coole Map. Ein bisschen kürzer, aber naja, das war's dann auch. Ich habe jetzt nicht alle Häuser durchsucht. Wenn ihr sie selbst spielen wollt, sucht am besten mal The Last of Us, die Map runter. Und also sucht es einfach mal selbst und ladet sie euch runter. Weil es gibt sie auch für verschiedene Versionen. Ich habe sie für 1.7 gespielt, damit ich sie mit Shader spielen kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich sowas spiele oder was anderes. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.